herzlich willkommen bei Rönnfried TV. Wir sind in Polen, in Sosnowitz. Und wir schauen mal hier gerade bei Klaus Geraldi vorbei. Der hat prominenten Besuch. Schönen guten Tag zusammen. Wir sind live bei Rönnfried TV. Ich muss mal kurz, oder ich möchte kurz euer Gespräch stören. Ja. Klaus, du kennst es ja schon, wir haben ja gestern schon kurz interviewt. Mach mit ihm bitte was. Ja, Michael Bax, hier bei Klaus. Wir treffen uns ja immer bei den Messen, vor allem auch in Polen sind wir, glaube ich, immer gerne. Herr Bax, wie waren Ihre Erfahrungen die ersten anderthalb Tage? Ja, ich bin also eigentlich erst heute hier und es war voll. Verkauf war gut, als ich reinkam, liefen die Leute schon mehr raus mit schweren Sachen als rein. Sehr zufrieden. Macht Hoffnung für die nächsten Jahre. Ja, das ist sehr wichtig. Herr Püttmann, Sie haben ja auch eine Zeitschrift, wie alle wissen in Deutschland, und Briefdaumsport International, und gibt es ja auch eine polnische Variante. Ja, eine polnische Zeitung gibt es also nicht von mir. Gibt allerdings auch hier drei freie Zeitungen, ähnlich wie in Deutschland. Aber wenn wir auf die Messe hier zu sprechen kommen, dann muss man ganz ehrlich sagen, ich kenne sie alle und ich glaube, dass Polen die Messe mittlerweile die Nummer 1 in Deutschland ist, mit Abstand. Denn das, was also gestern für einen Freitagnachmittag sich hier schon tat und was heute Vormittag hier zu erleben war, das findet man wirklich auf keiner Messe mehr. Denn, und hier ist noch steigende Tendenz, wenn ich mir deinen Altersdurchschnitt angucke. Schaue ich mir dann noch die polnische Einkommensentwicklung an, denke ich mal, dass der Taubensport hier in den Jahren nochmal von der Kaufkraft her nochmal ganz besonders boomen wird. Aber man sieht das ja auch. Go East, alle haben das letzten Endes hier schon gespürt. Deutsche Taubenzüchter, belgische Taubenzüchter, alle Unternehmen sind ja hier präsent mittlerweile. Jeder hat versucht, den Markt für sich natürlich aufzumischen oder letzten Endes für sich also doch vorzubereiten für die nächste Zukunft. Ja, und ich darf das, glaube ich, sagen, die Firma Bax ist auch eine Firma der ersten Stunde hier mit den Polen. Ne? Der, ich darf ja sagen, gemeinsamer Händler hat das, ich weiß gar nicht, das wissen Sie besser. Wann sind da die ersten Lieferungen nach Polen gegangen? 1989, würde ich sagen. 89, also quasi mit der Wende genau. Ging es los, dass die polnischen Züchter dann auch deutsche Produkte zur Verfügung hatten. Ja. Ich glaube, die erste Messe, die wir hier mitgemacht haben, Rönnfried übrigens auch, war 1990 in Breslau. Und seitdem sind wir eigentlich jedes Mal da. Ja, also auch schon eine lange Tradition am Ende. Ja. Sind ja auch schon dann über 25 Jahre. Und ja, ich glaube, dem brauchen wir nichts hinzufügen. Klaus, oder willst du da uns nochmal? Nein, ich stimme mich also der Meinung an. Und ich bin auch schon seit 14 Jahren hier in meinem Produkt und habe immer mehr Kunden, die jetzt nicht mehr also Gebrauchfahrzeuge wollen haben, sondern die auch immer neue bestellen mittlerweile. Ne? Das zeigt dann ja die Aussage, dass die Kaufkraft auch in Polen sich entwickelt. Ja. Das ist ganz gut, ja. Auf jeden Fall, ich sehe hier immer eine hohe Begeisterung für den Sport und das ist was Positives und deswegen sind wir, glaube ich, dann auch alle hier. Ja, vielen Dank für die Statements. Ja. Ja.